Für die Einleitung, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, freut mich besonders hier heute zu reden, besonders vor einem Forum, wo man schon als Student immer begeistert zugehorcht hat, viele interessante Inputs mit nach Hause genommen hat und jetzt darf ich als Vortragender stehen, das freut mich wirklich besonders. Mein Vortrag zur Pathophysiologie vom Ertrinkungsunfall, wie habe ich den aufgebaut, wir schauen uns kurz schauen wir, ob es mit dem länger geht. Wir schauen uns kurz an Definitionen, ein bisschen Epidemiologie, ein bisschen Zahlen, wie oft passiert das, wie relevant ist das Ganze überhaupt für uns. Dann kommen wir zur eigentlichen Pathophysiologie, ja, was läuft genau ab beim Ertrinkungsunfall im Körper und dann noch ein bisschen die Modifizierungen im CPR-Algorithmus. Ich muss dazu sagen, wie ich erfahren habe, über was ich reden darf, habe ich mir gedacht, Pathophysiologie des Ertrinkungsunfalls, das wird ein kurzer Vortrag. Man findet allerdings extrem viel im Internet, ich werde dann auch später noch ein bisschen zeigen, dass schon sehr lange an dem geforscht wird. Also ich habe das dann sehr einschränken müssen, weil es wirklich sehr viel Interessantes dazu zum Sagen gibt. Okay, starten wir. Wie ist Ertrinkungsunfall definiert? Es gibt von der WHO eine immer noch aktuelle Definition aus dem Jahr 2002, die besagt, ein Ertrinkungsunfall liegt dann vor, wenn durch Submersion oder Immersion es zu einer Atemstörung mit letalem oder nicht letalem Ausgang kommt. Ja, das heißt, Immersion ist nur Eintauchen, Submersion ist Untertauchen. Das Ergebnis, also ob die Person jetzt überlebt oder nicht überlebt, ist wurscht. Es liegt immer ein Ertrinkungsunfall vor, sobald eine Luftflüssigkeitsgrenze in den Atemwegen besteht und es eben dadurch zu einer Einschränkung der Vitalfunktionen kommt. Die älteren Begriffe wie trockenes, nasses Ertrinken, beinahe Ertrinken etc. etc., die werden nicht mehr verwendet. Also die sollten einfach vermieden werden, weil man draufgekommen ist, dass sie weder fürs Outcome noch für die Pathophysiologie dahinter wirklich eine große Rolle spielen. Ist das jetzt wirklich ein seltener Notfall? Wir in der Steiermark sind ja nicht besonders oft damit konfrontiert, sollten uns allerdings trotzdem damit beschäftigen. Weltweit gesehen ist das ein relativ häufiger Notfall. Die WHO schätzt, dass es ungefähr 500.000 Tote im Jahr gibt, die ertrinken. Ja, das ist eine Zahl, die mich wirklich überrascht hat. Das ist die dritthäufigste unfallbedingte Todesursache weltweit betrachtet. Also wirklich überraschend viel. In Europa gibt es pro Jahr 20.000 Tote. Sei immer noch viel. Und in Österreich schwankt es ziemlich, hängt immer ein bisschen von den Sommer ab. Also zum Beispiel 2009 hat es 64 Tote gegeben, 2013 nur unter Anführungszeichen 25. Also ist doch eine gewaltige Bandbreite drinnen. Risikogruppen kennt man da schon heraus. Von den 25 waren 21 männlich und nur 4 weiblich. Also junge Männer und der Alkoholeinfluss ist eine der Risikogruppen. Kinder ist die zweite und in Entwicklungsländern gibt es sowieso einfach eine höhere Prävalenz für Ertrinkungstote. Ist ein Punkt, der mir als jungen Vater besonders wichtig ist, nämlich Ertrinken und Kinder. Die Altersgruppe bis 5 Jahre ist einfach eine besonders wichtige Risikogruppe. In dieser ist es die häufigste unfallbedingte Todesursache. Also wirklich dramatische Zahlen eigentlich. 2008 bis 2012 sind in Österreich 27 Kinder unter 15 Jahre ertrunken und 18 von denen, das sind 2/3, waren unter 5 Jahre. Und es ist jetzt nicht so, dass die irgendwo alleine zu einem See gehen, kilometerweit entfernt und dort ertrinken, sondern es passiert meistens im eigenen Garten oder in unmittelbarer Umgebung. Und meistens, das ist noch das Dramatische, sind die gar nicht alleine. Die gehen nicht einfach hinaus, alleine kurz einmal schwimmen, sondern die Eltern sind meistens wenige Schritte entfernt oder die Aufsichtspersonen. Das ist ein Artikel vom 8. Juni aus dem Standard, das heißt, das ist immer aktuell und immer in den Medien, wo auch betont wird, dass es insgesamt einfach die zweithäufigste Todesursache ist bei Kindern und wie vermeidbar das ist mit der richtigen Sicherheitsausrüstung. Ein Zitat habe ich herausgegriffen, nämlich 90% der kindlichen Ertrinkungsunfälle passieren im Umkreis von 10 Metern zur Aufsichtsperson. Also das ist wirklich sehr dramatisch. Ich habe Arbeit gefunden, da steht drin, dass 1 bis 3 Schritte Entfernung eigentlich schon die Grenze sind, ob der es gefährlich wird für die Erwachsenen, also vor allem für die Kinder. Gut, dann kommen wir zum eigentlichen Topic, zum Haupttopic meines Vortrages, nämlich der Pathophysiologie, zum Prozess des Ertrinkens, was passiert da bei uns im Körper. Der erste Schritt, das kennen wir von uns selber, wenn wir irgendwo hineinfallen in ein kaltes Wasser, irgendwo hineinspringen, man schließt einmal reflektorisch den Mund und hält die Luft an, das ist ein Reflex. Innerhalb von Sekunden bis Minuten steigt dann der arterielle CO2-Partialdruck an und erhöht natürlich den Atemantrieb. Nach ungefähr 90 bis 120 Sekunden kommt es zu einer Hypoxie, dadurch zu einer Bewusstlosigkeit und zu einer Aspiration von Flüssigkeit.
die wiederum Hustenstöße bedingen. Eventuell, das schauen wir uns nachher auch noch genau an, kommt es daraufhin zu einem Laryngospasmus, der sich dann wiederum durch die Hypoxie und durch die Dauer löst und dann kommt es zur Aspiration und zum Verschlucken von großen Mengen von Flüssigkeit und infolgedessen kommt es dann eben zu einem irreversiblen Atemstillstand und zur Reanimationssituation. Wie schaut das Ganze im EKG aus? Welche Rhythmen werden dadurch laufen? Es bieten sich eigentlich so ziemlich alle pathologischen Rhythmen. Als erster stressbedingt eine Tachykardie, dann geht es über in eine Bradykardie, in eine pulslose elektrische Aktivität und letztendlich in eine Asystolie. Kurz noch zum Laryngospasmus, der bleibt laut verschiedenen Arbeiten in 10-20% der Fälle erhalten. Daher findet sich dann bei manchen Ertrunkenen relativ wenig Wasser in der Lunge. Aber man muss dazu sagen, dass dieser Laryngospasmus kein Korrelat zeigt bei Obduktionen. Ja, das heißt, man findet da nichts, was irgendwie auf diesen Laryngospasmus schließen lässt und ist darum ein bisschen schwierig zum Feststellen. Das weiß man nur aus Tierexperimenten eigentlich. Wie lange dauert das Ganze jetzt? Das ist ganz verschieden von Submersion, Immersion bis zur Asystolie. Das kann in wenigen Sekunden bis wenigen Minuten durchlaufen werden. Aber eine Ausnahmesituation ist die Hypothermie, wo das Ganze bis zu über einer Stunde dauern kann, wo das einfach sehr langsam abläuft. Natürlich gibt es auch für den Ertrinkungsunfall wieder verschiedene Einteilungen, verschiedene Klassifikationen. Ich habe zwei interessante herausgenommen, also man findet da wirklich Unzähliges im Internet. Eine ganz interessante Klassifikation für mich ist die nach Aring, der das in drei Stadien einteilt, nämlich in Panik, Tauchreflex und finaler Überlebenskampf. Bei der Panik, ja, Überlebenskampf, das sagt jeder Name, man versucht an der Wasseroberfläche zu bleiben und verschluckt einmal kleine Mengen, die in den Hypopharynx gelangen. Dann kommt man in den Tauchreflex, man hält die Luft an, kommt in eine Bradykardie, der Laryngospasmus setzt ein, je jünger, desto schwächer, ja, also kleine Kinder, da ist es nicht so ausgeprägt. Der Blutfluss in die nicht wichtigen Organe wird eingeschränkt und eben wie in einem Schockgeschehen auf die vital benötigten Organe konzentriert, also Herz und Lunge. Und im finalen Überlebenskampf werden dann große Wassermengen geschluckt, es kommt zum Erbrechen, zur Aspiration und zur Bewusstlosigkeit. Zweite spannende Einteilung, weil sie ein bisschen mehr auf andere Prozesse im Hintergrund, nämlich die Hypothermie eingeht, ist die Einteilung nach Golden und Tipton. Der teilt es in vier Stadien ein. Erstens einmal den Initial Response, der 1-3 Minuten dauert. Das ist wirklich so die Kälteschockreaktion. Die kann nämlich schon bei unter 23 Grad einsetzen. Ja, also eigentlich finde ich ganz eine angenehme Wassertemperatur, vor allem jetzt im Sommer. Aber da kann das schon beginnen, dass sie eine Kälteschockreaktion zeigt, eine tiefe Inspiration, wenn das Gesicht benetzt wird und eine verstärkte Atmung. Danach, nach 3 Minuten, geht man in die Short-Term-Response über. Da ist darunter gemeint, dass es zu einem kälteinduzierten Schwimmversagen kommt. Ja. Pro 5 Minuten in 5 Grad kalten Wasser sinkt die Kraft um 20%. Das ist eigentlich ziemlich massiv, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aktives Schwimmen erhöht den Wärmeverlust. Ist für mich ein bisschen paradox, eigentlich würde man denken, hält sie da warm, aber es beschleunigt das Ganze eigentlich. Dann gibt es noch den Long-Term Response, wo es zu Hypothermie kommt, Vigilanzminderung, einer reduzierten Muskelaktivität dann und dem erstmaligen Untertauchen. Ja, es gibt keine Energie mehr fürs Schwimmen, die Leute gehen unter. Und der vierte Punkt dieser Stadieneinteilung ist der Post-Immersion Response, also der klassische Bergetod, wo die Leute dann herausgeholt werden. Dann kommt es zum Afterdrop, also der Vermischung unter Anführungszeichen von kaltem und warmem Blut, dem Abfall der Katecholaminspiegel, am Wegfallen der Kompression der Hautvenen und einem Versacken von Blut in der Peripherie. In dieser Einteilung wird allerdings auch betont, dass nur 30% dieser Stadien 3 und 4 erreichen und die restlichen 70% schon in den ersten zwei Stadien versterben. Nur ein interessanter Punkt, den ich da gefunden habe bei der Recherche, der zum Tod führen kann, nämlich ein autonomer Konflikt. Es gibt einerseits den Diving Reflex, ja, Wasser im Gesicht und angehaltener Atem kann zu einer vagusvermittelten Bradykardie führen. Und gleichzeitig kommt es zu einer sympathikusvermittelten Kälteschockreaktion. Das heißt, zu einer Tachykardie, zu einer Vasokonstriktion. Durch den hydrostatischen Druck wird das Wasser von der Peripherie nach intratorakal gepresst. Dadurch kommt es wieder zu einer Herzfrequenz und einem Blutdruckanstieg. Und dieser Konflikt führt zu Herzrhythmusstörungen.
Und je vorgeschädigter ein Herz ist, umso massiver und umso pathologischer sind diese Herzrhythmusstörungen. Also besonders betroffen davon sind eben alte Menschen, Menschen, wo das Herz durch Drogen, Alkohol etc. vorgeschädigt ist. Faktor Kälte ist auch immer wichtig, ja, in dieser Stadieneinteilung von Tipton habe ich schon erwähnt, ist ein ganz ein wichtiger Punkt, no one is dead until warm and dead, mag ich nur ganz kurz darauf eingehen. Wir wissen alle, kalte oder hypotherme Patienten und Patientinnen in Reanimationssituationen haben eigentlich einen Überlebensvorteil, weil viel weniger Energie verbraucht wird. Ich habe es da kurz aufgeschrieben, es gibt verschiedene Zahlen, die man findet bei der Recherche. Die 5% je 1 Grad Hypothermie ist einmal die untere Grenze. Es gibt sogar Arbeiten, die auf bis zu 8% kommen. Das heißt, es bringt einen Überlebensvorteil, man verbraucht weniger Sauerstoff, man verbraucht weniger Energie in der Hypothermie und kann so eigentlich länger einen Atemkreislaufstillstand überleben. Und kurz in Erinnerung rufen möchte ich auch die Schweizer Klassifikation, also die verbreitete Einteilung der Hypothermie mit den 4 Stadien, nämlich zwischen 35 und 32 Grad, wo man ansprechbar ist, aber zittert. Bei unter 32 Grad wird man dann somnolent und das Zittern sistiert. Zwischen 28 und 24 Grad wird man bewusstlos und unter 24 Grad kommt man in den Apnoe und in den Herz-Kreislauf-Stillstand. Ja, beim Ertrinken wird logischerweise die Lunge geschädigt. 2 Faktoren sind da besonders wichtig, pathophysiologisch betrachtet, nämlich einerseits wird das Surfactant ausgewaschen und zweitens wird die Integrität der alveolokapillären Membran, also die wird erniedrigt und die Durchlässigkeit, so muss man sagen, wird erhöht. Das führt eben zu einer erhöhten Durchlässigkeit von allen möglichen Flüssigkeiten und daher zu einem Einstrom von Flüssigkeiten in die Alveole gemeinsam mit Plasmaproteinen und Elektrolyten. Was bedeutet das jetzt? Das führt natürlich innerhalb von kurzer Zeit zu einem massiven Lungenödem. Das führt zu einer Diffusionsstörung, die Diffusionskapazität wird erniedrigt. Die Lungencompliance sinkt, das heißt, ich brauche viel mehr Druck, dass ich wen beatme und es bilden sich Atelektasen. Weiterer wichtiger Aspekt ist der infektiologische Aspekt, das habe ich vor meiner Recherche auch nicht so bedacht, nämlich in bis zu 70% der Lungen von Ertrunkenen finden sich Aspirate mit Bakterien, Pilzen und Algen. Diese Erreger können die Alveolmembran durchwandern und so auch hämatogen Infektionen auslösen. Ganz spannend, es gibt mehrere Fallberichte, ganz leicht zum Finden, wo schwere zerebrale Fadenpilzinfektionen nach einem Ertrinkungsunfall auftreten. Ja, darf gar nicht so selten sein anscheinend. Das habe ich vorgemeint, das wird schon sehr lange beforscht. Ich habe eine Dissertation von 1769 gefunden aus Tübingen, nämlich eine gerichtsmedizinische Dissertation über Experimente mit dem Untertauchen, wo auch schon ganz viele von den Effekten beschrieben werden. 3 Aspekte habe ich in gerichtsmedizinischen Arbeiten gefunden, die ganz interessant sind, nämlich die wichtig sind fürs Versterben. Einerseits ist es das Ersticken nach Flüssigkeitsaspiration, dann da wird besonders die rasche vagal vermittelte Herzrhythmusstörung betont, nach Kontakt mit dem kalten Wasser, ja, und die Erschöpfung, die zum Tod führen. Habe ich auch noch interessant gefunden, bei Obduktionen findet man einen dilatierten rechten Ventrikel, ist auch irgendwie logisch durch die hypoxisch bedingte Vasokonstriktion in der Lunge, durch den Euler-Lilienstrand-Effekt, muss eben das Herz vermehrt gegen den Widerstand in der Lunge ankämpfen und ein vorgeschädigtes Herz, für das kann es natürlich dann letal enden. Ganz kurz noch zum Abschluss, auch wenn es nicht unbedingt zur Pathophysiologie gehört, aber ein paar Punkte möchte ich noch herausarbeiten, die dann, wenn man die Pathophysiologie kennt, ziemlich logisch sind. Was müssen wir im normalen CPR-ERC-Algorithmus modifizieren? Ganz wichtig ist natürlich die Korrektur der Hypoxämie, die ursächlich für den Herz-Kreislauf-Stillstand ist. Die frühzeitige Intubation wird eben betont, ist bei diesem Notfall bei diesem besonderen Umstand für Reanimation besonders wichtig. Die supraglottischen Atemwege sind eben limitiert nur einsetzbar, eben aufgrund der verschlechterten Compliance, der hohen Drücke, die zur Beatmung notwendig sind. Höhere Piepwerte sind notwendig, ja, das können wir uns erklären mit den Atelektasen, die sie bilden durch die Schädigung der Lunge. Und die Hypothermie muss beachtet werden. Also frühzeitig nasse Kleidung entfernen, irgendwie in eine warme Umgebung bringen, diese ganzen Faktoren beachten. Eventuell relative Hypovolemie wird auch ins Spiel gebracht vom ERC, nämlich
durch das Wegfallen vom hydrostatischen Druck im Wasser kann eben sehr viel Blutvolumen versacken, das dann eben bei der Reanimation fehlt. Und auch wichtig die Defibrillation, auch wenn wir vorgesehen haben, dass es sowieso eher bradikale Rhythmen sind, die relevant sind. Falls allerdings doch eine Defibrillation notwendig ist, ist unbedingt auf den Eigenschutz zu achten. Also auch wieder von vom trockenen Untergrund defibrillieren, nasse Kleidung entfernen, aufpassen, dass niemand in einer Latsche oder so drinnen sitzt, der über dem eben dann mit defibrilliert wird. Wann sollte man jetzt eine Reanimation abbrechen? Auch da geht das ERC kurz darauf ein und betont, dass es gerade bei den Ertrinkungsunfällen eine relativ schwierige Entscheidung ist. Es sind viele Faktoren, die hineinspielen. Einerseits begünstigende Faktoren wie die Hypothermie oder dass es oft junge Leute sind, die ertrinken. Aber eine retrospektive Analyse hat zum Beispiel gezeigt, dass, das waren 160 Kinder in den Niederlanden, dass eine Reanimation, die länger als 30 Minuten dauert, zu einem extrem schlechten neurologischen Outcome führt. Also sollte man vielleicht doch den Zeitablauf ein bisschen im Hinterkopf behalten und diese Dauer ein bisschen als Abbruchkriterium auch zumindest mitbedenken. Gut, das war jetzt sehr kurz zusammengefasst. Für alle, die es mehr interessiert, es findet sich sehr viel dazu in den ERC-Guidelines, in den aktuellen, im Kapitel besondere Umstände. Und in der Sommerausgabe vom 1-Journal vom letzten Sommer war sehr gute Zusammenfassung, ein Update der Trinkungsunfall. Das ist über MedUni und Karges-Bibliothek gratis online zugänglich. Und da findet sich auch sehr viel Sekundärliteratur, wo Sie die ganzen spannenden Arbeiten eigentlich drinnen finden. Und zum Abschluss, eben wie gesagt, als jungen Vater ist es mir besonders wichtig, der Schutz geht vor, auch wenn es den Kindern nicht besonders viel Spaß macht, mit so einer Schwimmboje zu schwimmen, aber es schützt halt doch vor schlimmen Unfällen. Und wie man sieht, der Emma hat es nicht besonders viel Spaß gemacht, aber wir waren ein bisschen beruhigt. Gut, danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dem Philipp Zödel. Ich darf nur, bleibst du noch ein bisschen da? Vielleicht gibt es Fragen. Bitteschön. Ja, die Frage war, was das mit den 30 Minuten in den ERC-Guidelines bedeutet. Die ERC-Guidelines betonen eben, dass es eine schwierige Entscheidung ist, aber dass es eine Arbeit gibt, die zeigt, dass es da ein extrem schlechtes neurologisches Outcome gibt nach 30 Minuten Reanimation bei Kindern. Das kann man natürlich nicht als alleiniges Kriterium für einen Abbruch herannehmen, aber es ist wichtig, dass man es vielleicht im Hinterkopf behält, wenn man mal 90 Minuten reanimiert und das Kind immer noch asystolisch ist, dass es dann sehr unwahrscheinlich ist, dass da noch was Positives herauskommt. Aber Reanimationsabbruch ist immer eine sehr schwierige Entscheidung, die man nie an nur einem Kriterium festmachen kann. Genauso wenig, wie man es zum Beispiel am hohen Alter festmachen darf oder an bestimmten Vorerkrankungen. Es gibt natürlich dann immer die guten und positiven Ausnahmen, wo doch was Positives und auch was sekundär Positives herauskommt. Der liebe Ottmar fragt heute mal ausnahmsweise per SMS, wie sehr soll man beim Thema Reanimationsabbruch an die Möglichkeit eines Organspenders denken? Das ist natürlich ganz eine knifflige Frage. Keine Ahnung, kann jetzt aus dem Stegreif und so kurz, glaube ich, nicht beantworten. Ist natürlich ein Thema, was man immer im Hinterkopf haben muss, gerade bei vielleicht jungen Patienten und Patientinnen, dass man vielleicht doch gerade bei kurzen Transportzeiten in Erwägung ziehen könnte, unter Reanimation ins nächste Krankenhaus fährt, wo eine Organspende, eine Organentnahme möglich wäre. Aber ich glaube, das würde alleine mit den ganzen ethischen Konflikten, die da im Hintergrund ablaufen und mit dem, was von den Transplantationschirurgen und Chirurginnen im Hintergrund notwendig ist, einen ganzen Schuh Fixabend füllen. Ich hätte eine Frage, vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen Süßwasser trinken und Salzwasser trinken, mehr? Gibt es im Outcome her nicht mehr, und auch in den pathophysiologischen Prozessen dahinter ist man draufgekommen, dass es eigentlich vernachlässigbar ist von den Elektrolytshifts. Also darum sind diese Begriffe alle abgeschafft worden. Okay, danke. Zur Unterkühlung möchte ich nur sagen, jeder, der am Meer unterwegs ist, bei Segeln oder sonst was, und eine Schwimmweste anhat, es wird jedem empfohlen, wenn er ins Meer fällt, dass er in Embryo-Haltung wartet, bis er wieder aufgenommen wird. Also man kühlt wirklich aus und es hat auch keinen Sinn, ein Schiff nachzuschwimmen. Man wird besser gefunden, wenn man dort verharrt.
für Kinder natürlich wäre das ähnlich. Nicht? Ich sage nur, wenn du natürlich keine Schwimmhilfe hast, dann musst du wahrscheinlich irgendwie über Wasser halten. Gell? Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke für den schönen Vortrag. Und wir kommen nun zu einem